Moin Leute, wir sind heute beim Agility und ja, das ist eine Hundesportart und ich mache heute ein paar Fotos und nehme euch einfach mal mit und zeige euch, was ich so für Einstellungen verwende. Ziel ist es, so ein bisschen dynamische Fotos vom Hund und auch von Annemarie mit Hund zu machen. Und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Ja Leute, wir sind hier am Platz von Annemarie und Annemarie ist hier heute auch Model und Hundesportlerin und Annemarie stellt sie einfach kurz mal eben selber vor. Hallo, ich bin Annemarie. Ich betreibe Agility jetzt seit 8 Jahren und momentan führe ich 2 Border Collies und 1 Zwergpinscher und das ist mein älterer von den beiden, das ist Teddy und der ist jetzt 5 Jahre alt. Super, Teddy, machst du ein? Ja. Super, Teddy, noch einmal, ne? Super Teddy, dann machen wir jetzt Pause. So, ich zeige euch mal die fertigen Fotos und erkläre euch noch ein bisschen was zu den Kameraeinstellungen. Ich fotografiere komplett im manuellen Modus. Je nach Objektiv verwende ich eine Blende zwischen 2 und 4, also möglichst offenblendig, um doch eben einen schönen unscharfen Hintergrund zu bekommen, aber den Hund doch noch scharf zu bekommen. Hier bei den Aufnahmen mit der Hürde kann man wunderbar noch im AFC-Modus arbeiten, beziehungsweise bei Canon im Servo-AF und das Tracking verwenden. Dabei muss man ein bisschen darauf achten, dass man eben das Tracking auf den Hund legt und dass sich das nicht von der Hürde gegebenenfalls ablenken lässt. Hier bei den Aufnahmen mit dem Slalom bin ich in den manuellen Fokus gewechselt. Das heißt, ich weiß, wann der Hund wie durch den Slalom läuft und fokussiere auf einen Punkt vor. Und wenn der Hund da durchläuft, drücke ich einfach den Auslöser. In dem Fall bin ich noch im High-Speed-Burst-Modus, so dass ich definitiv eine scharfe Aufnahme dabei habe. Hier bei den Aufnahmen mit dem Tunnel bin ich ebenfalls im manuellen Fokus. Da ich den Hund durch den Tunnel nicht kommen sehe, fokussiere ich auf den Ausgang des Tunnels vor. Bei der M50 geht das wunderbar mit Fokus Peaking.
Ich bin dann im High-Speed-Burst-Modus und sobald ich höre, dass der Hund durch den Tunnel läuft, drücke ich den Auslöser und lasse den so lange gedrückt, bis der Hund durch den Tunnel kommt, sodass ich dann mindestens eine scharfe Aufnahme dabei habe. Beim Steg ist es bei mir ähnlich. Ich bin hier im manuellen Fokus. Das heißt, ich habe hier wieder auf einen bestimmten Punkt vorfokussiert und drücke dann, wenn der Hund den Steg entlangläuft, einfach nur im High-Speed-Burst-Modus den Auslöser. Man kann aber beim Steg auch sehr gut das Tracking verwenden. Das kommt ein bisschen auf die Kamera an. Ich verwende dann noch eine möglichst kurze Verschlusszeit. Das heißt eine 1250stel oder sogar eine 2000stel, denn Border Collies im Agility sind wirklich sehr, sehr schnell und ich möchte auf jeden Fall Bewegungsunschärfe vermeiden. Ich habe dann noch die ISO-Automatik eingestellt, sodass sich die Kamera um den ISO-Wert selbstständig kümmert und ich mir um die Belichtung keine Gedanken machen muss. Bei solchen Aufnahmen kann man übrigens wunderbar Gesichtserkennung im AFC oder aber auch das Objekt-Tracking verwenden. Dazu lege ich dann einfach einen Tracking-Punkt auf Annemarie und verfolge das Motiv so lange, bis der Ausschnitt mit dem übereinstimmt, was ich haben möchte. Dann brauche ich nur noch abdrücken und erziele so eigentlich ganz gute Ergebnisse. Ja Leute, das war's dann auch schon. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen hilfreich und nützlich. Ich hatte heute dabei die 6D mit dem 70-200. Und die M50 zum Filmen, aber auch zum Fotografieren. Und die M50 habe ich mit dem 50-1.8 genutzt. Ich hoffe, es sind ein paar ganz gute Bilder dabei. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig. An der Kamera kann man die so schlecht beurteilen. Aber ich blende euch die auf jeden Fall ein. Und ich hoffe, es ist das eine oder andere gute Foto dabei. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!